Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Engagierter Auftritt, kann man sagen, aber unterm Strich wieder keine Punkte. Wie ist das zu erklären heute wieder? Ja, wir haben also gut gespielt, kann man sagen. Wir haben bis 1-0 haben wir super gespielt, dann haben wir Chance zum 2-0 gehabt. Nach einer Flanke bleibt der Mann, was eigentlich nie passieren darf, in der Mitte alleine, und wir wurden bestraft. Und ja, 2-0, klar, meine Fehler. Klare Fehler von mir. Ich hätte besser machen müssen. Ja. Es reicht einfach nicht. Engagiert hin oder her, wenn du 1-0 führst und dann so einfache Gegentore bekommst, dann reicht es einfach nicht. Und dann. Dann ist auch zu Recht da, wo wir stehen, muss man ganz ehrlich sagen. Tiefer Ball nach vorne und ist ein bisschen unglücklich gewesen, aber ich hätte also einfach besser klären müssen, den Ball. Und beim 1-1 kam Schnellbacher ja auch ziemlich frei zum Kopfball. Kreidest du dir das auch an? Ja, ich weiß nicht, der kam von rechter Seite, von der rechten Seite, glaube ich, mehr. Und ja, muss man nochmal genau sehen im Videoanalyse, wie es genau passiert. Für den Aufwand, den wir betreiben, wo wir dann vielleicht auch mit 2-0 Führung gehen können, dass wir dann so ein Spiel hergeben, ist einfach, ja, ist erbärmlich. Aber ist so ein Stück weit, spiegelt das ein bisschen die Saison heute wieder. Mit unserer Situation sind wir überhaupt nicht zufrieden und wir sind nicht glücklich. Natürlich, dieser bittere Klassenerhalt haben wir geschafft, aber ja. Ich glaube, wir sollten schon einen Anspruch haben, das sportlich auch auf jeden Fall das Ziel zu verfolgen, dass wir den Klassenerhalt auch mit Punkten halt erreichen und nicht nur, weil irgendwelche Mannschaften insolvent oder so sind. Aber was ich gerade schon gesagt habe, es war einfach wieder mal zu wenig und weiß noch nicht, was ich da noch sagen soll. Diese Situation konnte keiner von uns sich vorstellen vor 30 Spieltagen. Und dieser Platz 17, den wir geschafft haben, ist einfach traurig und ja. Nun ist ja Anfang dieser Woche verkündet worden, dass du zur neuen Saison zu Werder Bremen wechselst, zur U23. Sag mal, wie ist so jetzt die Gefühlslage, sag mal, auch jetzt in den letzten drei Spielen noch das Trikot für den VfL zu tragen? Ist gut, da muss man Profi sein wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe hier vier unglaublich schöne Jahre gehabt. Ich kann mich bei jedem Einzelnen bedanken, weil jeder hat mich herzlich aufgenommen. Es war unglaublich intensive Zeit, eine schöne Zeit. Deswegen ist der Wechsel mir auch nicht leicht gefallen, aber ja, ich spiele jedes Spiel, ich bin Fußball, ich will die Spiele gewinnen, egal für welche Mannschaft ich nächstes Jahr spiele, das ist mein Anspruch so. Und so muss ich es auch auf dem Platz versuchen voranzugehen und ein Stück weit wiederzugehen, weil, was ich gerade schon gesagt habe, unheimlich schöne Zeit hier und es gilt auch dann irgendwann Dankeschön zu sagen, weil mich sehr, sehr viele Leute unterstützt haben. Was wünschst du dir jetzt noch für die letzten drei Spiele? Ja, dass wir einfach couragiert in die Spiele reingehen und uns überall reinhauen und versuchen auch mal wieder Spiele zu gewinnen, gerade nochmal an der Brücke, weil so wie, was ich gerade schon gesagt habe, die Fans fahren unheimlich viele Kilometer und ja, wir können einfach nicht zurückgeben und das ist unterm Strich viel, viel zu wenig.